zum Thema. Ich finde die Arbeit sau gut von KTL, oder? Von K-Blast. Macht einen sau guten Eindruck. Ja. Ey, ohne Scheiß. Also ich find's. Ich hab noch nie. Der ist super. Da ist alles raus. Alles. Ich meine, sie haben uns das ja auch gekündigt, ne, dass die Autos gut werden. Aber wenn man es dann mal in real sieht, ich sehe ihn ja zum ersten Mal. Bei euch hat sich die Begeisterung schon gelegt, oder? Ich finde es immer noch geil. Ich finde es brutal. Und jetzt das Auto ist wie neu. Also ich kenne meinen Land auf Kloppen, wenn ich so, wenn ich erlebe. Aber geh wieder raus, ja. Ich will die Schweine rein, den Weg machen. Ja. Nee, ist auch schön, weil immer so mit der Hand so über den neuen. Ja, nicht nur das, du kannst auch super dran arbeiten, weißt du? Ach, ich als Schweißer oder so denk mir, ah, super Zustand. Nix Qualm, Schieß, Rauch, funktioniert nicht. Sondern Blech ist blank, Blech ist top, Blech ist sauber, Blech hat keine Öle, keine Warze, nix, alles super. Jetzt müssen wir halt die Löcher stopfen, die unnötigerweise. Der Herr Rost hinterlassen hat. Das sind ja zum Glück nicht so viele, ne? Naja, geht ja. Nö, dann mal schon, das sieht schon gut aus, wenn ich fertig bin. Ich weiß alles mit Wick. Wolfram in Erdgas? Ne? Ja, Wolfram in Erdgas. Nicht Mack, also nicht Draht, sondern Wick. Und wenn man das gut macht, hat man sich das Schleife gespart. Ich habe auch keinen Verzug, weil es geht recht schnell. Das heißt, Material bewegt sich nicht. Ja, und trägt auch nicht so dick auf. So ein Mackgerät trägt immer, macht eine riesige Naht, riesige Schweißnaht. Und Wick, wenn man das gut kann oder wenn das sauber ist, Material, so wie hier, kriegt man das schon gut geschweißt. Hallo E30. Ja, Markus, dann zeig uns mal unserem Projektauto, was du jetzt machen darfst. Take two. So, zuerst haben wir einen Auseinandergeschnitten bei mir, dann war er jetzt beim KTL und jetzt machen wir einen schönen. Typisch E30 haben sie alle ein bisschen Rost, also in den seltensten Fällen haben sie keiner, obwohl ich schon gesehen habe ohne Rost. Aber auch er hier hat so seine Problemfälle und die sind nicht so schlimm, aber wir müssen sie machen. Und wir gehen mal ein bisschen gucken, oder? Jo. Wenn du überlegst, wie rostig das war, als wir das Auto gekauft haben, ne? Wenig jetzt wirklich ernsthaft übrig geblieben ist. Gut, wir machen mal eine kleine Begehung, was geschweißt werden muss. Und was man vorweg sagen kann, würden wir jetzt einen super perfekten M3 Oldtimer bauen, der Note 1 werden muss oder soll, würde man an gewisse Bleche anders rangehen, als wir das gleich tun. Wir sehen jetzt genau, wo geschweißt werden muss, was echt scheiße aussieht. Und wissen aber, dass gewisse Sachen rostfrei jetzt sind. Ja. Nach dem KTL oder nach dem Entrosten bei K-Blast, wo wir nicht mehr ran müssen, was auch später mit der Schürze verdeckt sein wird, wo auch kein Rost mehr kommt, weil es jetzt eben auch noch später grundiert und lackiert wird. Genau. Und wo wir Ruhe haben, wo wir gar nicht ran müssen. Und das KTL ist in alle Ritzereien, ne? Genau. Also da ist Ruhe jetzt. Also da haben wir wirklich Ruhe. Und wir zeigen euch jetzt aber, welche Bleche geschweißt werden müssen, weil man sie später sehen wird. Und weil es ja optisch natürlich geil werden soll oder stabil bleiben soll. Genau. Typische Stelle E30, Wagenheberaufnahme. Fangen wir mit dem Schlimmsten an, oder? Genau. Wagenheberaufnahme E30. Hier nicht mehr vorhanden. Also kann man die Schuhe von der Freundin sehen von hier aus. Oder ähnlich. Also das müssen wir definitiv machen. Das wird auch alles wieder schön. Auch mit einer neuen Kaste. Kommt eine neue Kaste drauf, wird alles wieder super. Haben wir auch keinen Stress mit. Dann haben wir Rathausschale vorne. Hier sieht man es, Jungs. Da. Mhm. So, jetzt sieht man es gut. Oder? Also die Bleche müssen wir auch. Das innere Blech und das äußere Blech machen wir auch. Zwei Reparaturbleche uns. Das kann man sich selbst dengeln ein bisschen. Wird da eingeschweißt. Dann haben wir auf dieser Seite hier nichts Wildes, aber wir können mal auf der anderen Seite gucken, ob wir da was sehen, Jungs. Guck. So, hier haben wir ein Loch. Die schlimmste Stelle des Autos. Die schlimmste Stelle des Autos, ja, weil hier ein paar Bleche übereinander liegen. Das ist hin am Dom. Man sieht hier die Federaufnahme und bezeichnen wir als Dom. Da ist zum Innenraum hin ein Loch drin. Da müssen wir
Erst die Außenstruktur, die Innenstruktur und von oben sehen wir später auch nochmal ein Blech, das auch in Mittelleidenschaft gezogen ist. Die drei Bleche müssen wir machen. Komischerweise ist hier Hüben. Die Wagenheberaufnahme wie neu, oder? Und jetzt muss ich mal, sieht man das, ob die schon mal gemacht? Nee, die sieht voll aus, wie wenn sie original wäre. Das gibt's nicht. Ne? Also. Ja, die haben halt immer nur links die Räder gewechselt. Rechts. Drüber tot. Hä? Dieser seid gut. Okay, so genau habe ich noch gar nicht geguckt. Ja. Krass. Die ist gut noch. Die sieht original aus, das gibt's nicht. Dass das jetzt so picklig ist, ist halt, weil der Rost da schon genagt hat. Ne? Aber das KTL hat das jetzt alles wieder zugemacht. Also von daher ist wieder Ruhe. Da muss man auch nichts mehr machen. Willkommen in der Heckstube. wir haben hier einen zerfressenen Radlauf. Aber ich glaube, das lassen wir, Stefan, oder? Jo, also ein bisschen Patina soll er ja behalten. Ja, genau. Ne? Also ich glaub, Quatsch, wir erklären gleich, warum. Wir hatten es ja im allerersten Video, als wir das Auto geholt haben zusammen, da habt ihr Markus kennengelernt, habe ich gleich gesagt, zerfressen, jeder Oldtimer, Youngtimer-Liebhaber kennt diese Stellen, Steinschlag und viel Salz und es nagt sich halt weg durch den Rost oder durch das Salz. Auf jeden Fall interessiert uns nicht, warum, erkläre ich euch gleich. Ja, und wir sagen mal, dass das auch zum Radlauf gehört. Das heißt, es interessiert uns eigentlich auch nicht. Ja, also das komplette Seitenteil ist uns Schnuppe. Also jetzt interessiert uns nicht nur der Radlauf, sondern das ganze Seitenteil interessiert uns gar nicht mehr. Was dagegen schön ist, gell? Dass die Dome vorne links, der ist kacke. Die restlichen Dome sehen aus wie neu, fast. Ja. Also da brauchen wir Gott sei Dank gar nichts machen. Auch die Federaufnahmen sind alle gut. Wie gesagt, lasst euch nicht täuschen von den Pickeln. Das ist wieder KTL versiegelt. Alles gut. Ja? Dieses runde Ding wird meistens genommen, um Fische drin zu züchten, habe ich jetzt schon oder gesehen. Oder Subwoofer. Subwoofer bauen die da auch rein. Was ist denn ein Subwoofer? Oder Soundmodule. Ah, die Soundjungs. Ich glaube, wir machen das raus. Das ist unnötig belastet, was Aquarium wir mit Aquarium kommt raus. Oder? Ja, okay. Das Aquarium machen wir raus. Ich dachte, wir machen. Ersatzradkasten fliegt raus. Kreuzreich oder sowas. Ja. Ersatzradkasten geht. Netten den Schrott, den heben wir auf. Gell? Du willst ihn haben. Der ist noch gut. Der ist noch gut, die sind meistens tot. Ja. Also für Oldtimer-Liebhaber gesuchte Teile. Gesuchte Teile beim Stefan melden. Jo. Wir hätten hier einen super Radkasten. Ja, film mal. Guck mal, der ist wirklich genau. Wie neu. Wir zeigen wir auch gleich von oben noch. Wir bohren den auch raus ordentlich, sodass man den wiederverwenden kann. Sehr schön. Und dann, wer da Interesse hat, soll sich beim Stefan melden. So. Andere Seite haben wir auch wieder. Ne, also wir haben Déjà-vu, wie drüben, so Hüben. Aber auch dieses Seitenteil interessiert uns nicht. Mhm. So wie das Heckblech interessiert uns auch nicht. Ich weiß nicht, was der mit dem Auto vorhat. Naja. Gut, raus, machen wir nicht. Das heißt, die Hauptarbeit liegt wirklich vorne. Dome schweißen, die Löcher im Unterboote. Im Innenraum die Löcher, wo zur Feuerwand vorne hingehen. Rathausschale vorne rechts müssen wir machen. Querträger unten hat ein bisschen, müssen wir auch machen. Also die Hauptarbeit liegt wirklich im Vorderwagen. Weil der Hinterwagen wird seine Renaissance erleben. Schön ist halt, dass wirklich die Sachen, die dranbleiben, die sonst gerne durch sind, ja. Wie das Rohr. Das Rohr. In der E30-Szene ist sehr bekannt, das Rohr. Sieht aus wie neu, erstaunlicherweise. Ja, und ach wieder die Federaufnahmen. Alles subi. Ja, das ja. Ist nie wieder aufgesehen. So, Ersatzradkasten von. Ja, zeigen wir nochmal drauf. Sieht aus wie geleckt. Supi, ne? Also wirklich alles gut. Alles gut. Nichts durchgerostet. Bist du warm, Mann. Alles gut. Auch Heckblech. Die machen wir schön sauber raus, bohren die Punkte raus, dann können wir die schön rausnehmen. Und ist sogar schon beschichtet, ne? Und ist beschichtet, ne? Eine kleine Stelle ist hier, habe ich gesehen. Nee, das ist ein Beulen. Das ist da. Ja, das ist Beulen, Beulen in die Rückwärtsrichtung. So. Und wenn ihr den natürlichen Regenablauf von so einem Auto sehen wollt, hier guck. Aber wieder positiv, die Dinger sonst immer durch. Da, sonst, da hat er was Kleines, sehe ich gerade. Ne? Ja, das hat man von unten gesehen. Aber hier hat er nichts, hier ist sogar am Gaspedal, hier hat er angefangen. Aber da sind die meisten durch und da ist er noch echt okay.
geht mal wieder schön. Also insgesamt recht gut. Ja, die Fensterrahme ist oft faul. Richtig. Da unten drunter. Genau. Und die gibt's nicht mehr neu. Die gibt's nicht mehr neu. Alles gut. So, dann zeig mal den hässlichen Dom hier. Komm mal mit. Hey! Hey! Leider. So, also von unten sieht man ein Loch, von oben sieht man auch ein Loch. Da, da. Müssen wir machen. Das ist die einzige richtig blöde Stelle. Ja. Ja, wir haben uns entschieden, in diesem Video euch endlich zu zeigen oder zu erklären, wo wir hinwollen mit dem Fahrzeug. Und was passiert ist. Was passiert ist, wollte ich euch jetzt zeigen. Oder wie kam es überhaupt zu dem Fahrzeug oder zu der Idee von dem Projekt? Mhm. Weil eigentlich war was ganz anderes geplant. Wie es halt so ist, Wünsche oder Ideen verändern sich. Und also Markus habe ich kennengelernt, wie viele aus der BMW-Szene durch Teile, Kauf, Verkauf. Man sucht was, man findet was, jemand hat was auf Lager. Und so haben wir uns auch kennengelernt, sind in Kontakt geblieben und irgendwann ein Langzeitprojekt von mir, was glaube ich schon seit 3 Jahren in meiner Garage stand, habe ich gesagt, so jetzt geht's los. Ein bisschen Zeit, ein bisschen Freilauf. Markus, wann hast du Zeit? Und dann habe ich ihm Auto vorbeigebracht. Der Rest davon steht hier. E30 Alpina B3 2,7. Ein echter, den ich vor, keine Ahnung, 4 Jahren gekauft hatte, 3, 4 Jahren, ohne Motor. Und ich wusste, der hat einigen Rost, hatte wohl auch mal 2 kleinere Unfälle, die aber behoben wurden. Kleine Unfälle. Man muss dazu sagen, wie es halt oft so ist, der Preis war okay für einen echten Alpina. Und ich konnte mir leisten, der Motor hat gefehlt. Der Motor wurde zwischenzeitlich von dem Verkäufer dieses Fahrzeugs in einen anderen E30 eingebaut, so als Überbrückung. Und leider wurde da nicht Wort gehalten. Das heißt, die Absprache lautete, du kannst das Auto ja kaufen, besorg mir einen anderen B3 2,7 Motor, dann bekommst du deinen Matching Numbers Motor, der zu diesem Auto gehört, bekommst du dann quasi im Tausch. Also hätte ich einen kompletten B3 2,7 gehabt mit originalem Motor, der auch läuft. Unvollständige Ausstattung. Innenausstattung war perfekt ist perfekt von dem Auto, war alles verbaut und sah wirklich top aus, also top gepflegt. Und deswegen habe ich gesagt, okay, kann man machen, lohnt sich bei so einem Fahrzeug. Der wurde nur 250 Mal gebaut weltweit. Das rentiert sich, den wieder aufzubauen. Und da steckt auch Leidenschaft drin. Als E30-Freak kann man das vielleicht nachvollziehen oder als BMW-Fan. Naja, Auto gekauft in einer Halle, die komplett vollgestellt war, relativ dunkel war, nur so ein bisschen mit der Taschenlampe geguckt, okay, lässt sich alles machen. Weil bei BMW damals gab es noch so gut wie alle Teile. Komm, den stelle ich erstmal hin, wenn ich Geld habe, wird er wieder aufgebaut, restauriert. Zwischenzeitlich hat sich danach herausgestellt, dass das Versprechen gebrochen wird und ich meinen originalen Matching Numbers Motor nicht bekomme. Ja. Also habe ich mir einen anderen originalen B3 2,7 Motor gekauft, der da reingehört, aber eben nicht Matching Numbers dann wird. Also schon mal schlecht für das Projekt. Aber den habe ich mir geholt, habe mir viele andere Ersatzteile geholt, die ich brauche für das Auto. Alles zum Fertig-Plug-and-Play zusammenbauen und restaurieren. So, jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt. Ich habe Markus gesagt, jetzt will ich ihn geschweißt haben. Weil das mache ich nicht selber, kann ich nicht selber. Und er hat die Halle, er hat das Know-how, er kann sehr gut schweißen und hat da Erfahrung mit. Okay, Auto geholt. Auto geholt. Begutachtet. Wir haben den dann zu einer bekannten Werkstatt gebracht, wo der nochmal auf die Richtbank sollte. Also mit dem Auge sieht man viel, aber Richtbank ist schon, wenn jemand eine hat, ne, dann ist schon mal cool, wenn man da die Connections dazu hat. Und der hatte die Connections, ne, der hat gesagt, hey, ich habe gerade einen Richtsatz da, stellen wir mal die Kiste drauf, wir gucken sie durch, also die war auseinandergebaut, so wie die auf der Bühne. Genau. Und er soll sie kontrollieren. Und dann ist er weiß geworden. Ja, dann kam die Shocking-Nachricht. Ja. Sie haben das Auto gezogen, sodass er wieder wirklich gerade ist. Also mit dem Dotzer nennt sich das, glaube ich, haben sie den wieder gerade gerichtet. Und dabei haben sich alle Bleche, die vorher durch Unfall verformt wurden, auseinandergezogen und waren irreparabel beschädigt. Also sowohl am Heck, aber auch viel schlimmer an der Front. Man muss halt sagen, dass es ein schlecht reparierter Unfall von vornherein war. Und die Jungs hatten recht gut was drauf. Ja. Also der hat dann gesagt, Code, pass auf, ich ziehe ihn dahin, wo er hingehört mit seinem Richtwerkzeug. Aber er kann nicht garantieren, was passiert. Und es ist der schlimmste Worst-Case-Fall eingetreten. Der schlecht reparierte Unfall
ist dann wieder zutage getreten und die Bleche haben sich überall gelöst. Der Rahmen war am Ende, ist der Rahmen krumm, ne? Der Rahmen war wirklich krumm, stand hinten 3 Zentimeter von der Schablone weg, also der war, sollte auf Null stehen, da stand aber 3 Zentimeter hoch, vorne die genau in die andere Richtung, also das Auto wurde richtig malträtiert und dann ganz schlecht repariert. Mhm. Hat man alles so nicht gesehen, deswegen hat er ja gesagt, komm, wir stellen das mal auf die Richtbank, gucken Sie uns an. Ende vom Lied war halt, dass die Kosten diesen hier gemacht haben. Genau. Und dann hat er einen Cut gemacht. Dann haben wir festgestellt noch, dass viele Teile bei BMW nicht mehr lieferbar sind. Ja. Also wir wären sogar so weit gegangen und hätten gesagt, wir machen's die Spritzwand trotzdem rausgetrennt, ja. Zur Not noch das Dach und die ganzen genau. Vorderbau, die ganzen Querträger, hier alles raus. Popo losmache, überall die Bleche raus, dass wir da Rahmen richten können. Hätten wir alles gemacht, dafür steckt genug Liebe, glaube ich, bei uns BMW-Fans drin. Aber da die Teile neu nicht mehr verfügbar sind, besonders Spritzwand, haben wir gesagt, jetzt reicht's. Ja. Okay, also muss ein neuer Plan her. Und für den neuen Plan machen wir mal einen kurzen Cut und gehen nochmal zurück an die Karosse, würde ich sagen. Hi. Jo, wie ging die Story weiter? Wir haben gemerkt, die Karosserie ist im Arsch. Wir brauchen eine neue. Aha. Was ein Glück, wir haben eine. Und dann war eigentlich meine ursprüngliche Idee, okay, wir haben einen Alpina. Lass uns doch einen richtig geilen Alpina draus machen. In Teilen haben wir einen Alpina. Wir haben die Innenausstattung etc. und viele besondere Teile, die man so leicht nicht mehr im Markt bekommt. Ja. Oder gar nicht mehr. Lass uns einen krassen krassen Alpina draus bauen und M3 ist ja irgendwie auch cool. Und da es das gibt, ja. M3 Alpina, Alpina M3. Dennis kann mal vielleicht ein Bild einblenden. Genau, kurz. Such mal Bild, stell mal Bilder, es gibt nämlich ein Alpina M3. B6 3,5S. Das war eigentlich so der Grundgedanke, okay, wir bauen ein B6 3,5S. Genau. Wurden nur 25 Mal gebaut für den weltweiten Markt. Also wirklich das Unicorn. Selten zu sehen, meistens verwechseln sie mit dem B, also mit dem M3, ne? Genau. Ist aber keiner, ist eigentlich genau. Ein Alpina und M3 war die Basis. Genau, also außen M3, Alpina Felgen und innen drin Alpina Interieur und ein Motor. Motor vom Alpina. Von Alpina, genau, der B6, also ja. M30 Motor von Alpina aufgetuned, ja. 250 PS oder so, spielt gar nicht die große Rolle. Auf jeden Fall ein geiles Unicorn, was genau. Man so nie bezahlen könnte. Mischmaschding, genau. Und eine coole Geschichte. Und sowas hat noch keiner. Sowas hat in der Szene bei uns zumindest keiner. Es gibt ein paar Sammler natürlich, die die Dinger in der Garage haben, aber in echt sieht man sowas. Aber keiner zum Fahren. Genau. Rumschieben. Also. So, und das war eigentlich die Idee. Und dann haben wir aber irgendwann gemerkt, dann kam YouTube ins Spiel, wo wir gesagt haben, es wäre schon cool, das Ganze so ein bisschen zu verfolgen. Drehmoment ist ein bisschen gewachsen, ne? Ja, Drehmoment ist natürlich größer geworden. Mit Dennis zusammen haben wir immer mehr Videos gemacht. Okay, wir könnten jetzt eigentlich YouTube anfangen, so richtig. Ja. Wow. Die Hebebühne. Und ja, dann ist uns aufgefallen, an sich ein cooles Projekt. Leider weiß dann jeder schon vorher, wie wird das Auto am Ende aussehen. Das ja. heißt, für euch halbwegs... Ihr könnt die Bilder googeln, seht Fotos, könnt euch informieren, ihr wisst dann schon alles. Genau. Wie macht man sowas spannend oder wie versucht man das ein bisschen so wie eine Soap zu machen? Mhm. So Step by Step. Genau. Ja, und damit ihr nicht wisst an jeder Stelle, was als nächstes kommt, haben wir gesagt, okay, nee, eigentlich wollen wir es nicht ganz so klassisch machen. Genau. Lieber ein bisschen verrückter. Genau, und da kam, Entschuldigung, aber auch gerade die Szene in den USA auf, wo sie die E30 alle umgebaut haben, haben sie auf Whitebody, V8 und Rohre überall rausgucken. Und da war so ein bisschen der E30-Hype und jeder hat sein eigenes Ding gemacht. Andere Tuner, JP zum Beispiel, hat sein eigenes Ding gestartet und sagt, komm, wir reißen die Kiste aus, ich mache was Eigenes. So hat Stefan dann auch gesagt, wir machen jetzt auch was Eigenes. Die Grundbasis bleibt wirklich noch die Silhouette eines M3s. Ne, also die Silhouette bleibt schon noch ein M3. Aber mir oder er individualisiert viele verschiedene Dinge. Und somit ist das schon ein bisschen spannend, würde ich sagen. Es kommen viele Dinge,
wo du sagst, oder wo wir auch uns sehr lange drüber Kopf gemacht haben, wie, wo kriegen wir das Know-how her? Weil wir sind Schrauber, wir wissen viel, wir wissen nicht alles. Und Schuster, bleib bei deinen Leisten, haben wir halt Fachpersonal gesucht. Ne? Kannst du das? Ja, kann ich. Zeig mal Referenzen. Was hast du schon gemacht? So und so. Und Daumen hoch, geile Sache. Und so ist es immer mehr gewachsen jetzt mit K-Spot oder K&W. Ne? KW, ja. KW. So weit gehen wir noch gar nicht. Müssen wir einen kurzen Cut machen. Ja, also wir haben gesagt, wir wollen was Individuelles machen, aber natürlich vorhandene Ressourcen nutzen. Ja. Das heißt, Ressource A, das Auto, also die Karosserie an sich, das Know-how mit BMW, grundsätzlich. So, und dann haben wir überlegt, okay, jetzt einfach irgendeinen fertigen Motor nehmen, den einbauen, sprich, ihr kennt die ganzen Projekte, die es im Moment auf YouTube gibt. V8-Umbau machen sehr viele im Moment. Jetzt gibt es aktuell M2-Umbauten, M4-Umbauten. E46 M3. E46 M3 bauen sehr, sehr viele ein. Gibt es auch schon seit Jahren auf diversen Treffen zu sehen. Saugeil. M50 Supermoto. Turbo. M50 Turbo, auch sehr geil. Gibt es halt alles schon. Und das finde ich halt immer ein bisschen schade. Wenn man jetzt so viel Energie, auch Geld und Zeit reinsteckt, würde man gerne was Eigenes haben. Und da haben wir hin und her überlegt, was machen wir, und dann ist mir was eingefallen. In meinem Keller liegt ein Motor, der wurde nur 200 Mal gebaut. Für das Modell? Für den E30 gebaut, aber in Europa wird ihn keiner von euch jemals gesehen haben, bin ich überzeugt von. Und ansonsten gab es den Motor nur in einem Land, in E30. Und das Land ist Südafrika, und wie es der Zufall will, liegt der in meinem Keller rum, seit ein paar Jahren. Unbenutzt, ich wusste nie so richtig, was ich damit mache, aber ich habe mir damals recht günstig kaufen können. Eisenschwein. Ist ein richtiges Eisenschwein. Es ist ein M30, Sechszylinder, rein Sechszylinder, wie er in vielen BMW verbaut wurde. Aber im E30 ja. Als 3,2 Liter. Ja, genau. Dort als Rechtslenker noch im Speziellen. Wurde er nur in Südafrika verbaut. Genau. Und zwar, könnt ihr mal googeln, zusammen von der M GmbH, also M Motorsport GmbH, zusammen mit Alpina und BMW, hat damals, wurde der entwickelt oder halt verbaut für den E30. Wegen schlechtem Sprit oder so. Genau, die haben halt das Problem in Kapstadt zum Beispiel. Kapstadt liegt ja auf dem Meeresspiegel. Zu hoch. Und dann haben sie aber auch Berge. Genau. Direkt von null quasi fahren sie auf 2000 Meter hoch. Und da hast du halt das Problem beim normalen, oder bei allen Motoren. Der Sprit war schlecht, da haben die keine Leistung mehr gehabt. Da oben. Genau. Und deswegen haben sie gesagt, wir hätten gern E30, der verkauft sich gut, hätten den aber gerne mit einem fetten Motor drin, also Anfang der 80er Jahre. Und dann hat die M GmbH gesagt, komm, können wir machen für einen Rechtslenker, wir bauen euch das passend. Und so ist ein Fahrzeug entstanden, BMW E30, 333i. Kann man googeln. Googelt mal 330i. So, nur 200 Mal gebaut worden. Den Motor haben wir. Und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir. Und der hat Serie 195 PS, meine ich. Hatte er mal damals vor 30, 40 Jahren. Wir werden sehen. Und der liegt jetzt seit 20 Jahren in irgendwelchen Hallen rum. Wurde, wie gesagt, einmal schon von Afrika nach Europa transportiert. Wir karren ihn von links nach rechts. Jo, und also, so hat sich der Plan des Motors entwickelt, und dann haben wir gesagt, ja gut, also M3 muss sein, ist M3. Einfach die schönste Optik. M3 Silhouette wird es auch. Aber irgendwie Blech wäre zu einfach. Genau. Also zu einfach ist jetzt, zu einfach ist, gibt's halt schon. Machen viele. GFK wollten wir auch nicht mehr. Gibt's genug Kits in Polen, die auch gut sind. Gibt auch genug Hersteller bei uns, die für den Rennsport Replikas machen, ne? M3 Replikas, alles super, alles cool, aber halt GFK. Und da dieses Carbon immer mehr... Der geilste Werkstoff, optisch, technisch kann er alles, was man braucht. Und ja, so hat der Markus ein bisschen recherchiert, Carbon, ich habe ein bisschen recherchiert. Und wir haben jemand gefunden, verraten noch nicht wo, verraten noch nicht wer, der Carbon baut. Carbon gibt es viele. Genau, es gibt Carbon viele, die E30 Carbon bauen. Ja.
Du kriegst Schweller, du kriegst Kotflügel, du kriegst eine Heckschürze, Frontschürze, alles aus Carbon, genau. Alles geil. Stoßstange, alles Mögliche. Aber an gewissen Teilen hört es dann irgendwann auf. Genau. Und wir gucken mal nach oben, da hört es bei den meisten schon auf, ja. Dach. Bei Carbon-Seitenteilen hört es bei vielen schon auf. Keine Seitenteile. Relativ aufwendig zu bauen, damit es stabil ist, aber gut aussieht. Und jetzt kommen wir zum Thema Optik. C-Säule gibt es auch nicht, also keine gute. C-Säulenaufsatz, genau. C-Säulenaufsatz. Also der E30 wird ja verlängert beim, ja, M3. Ja, also bei den meisten hört es dann entweder auf bei gewissen Teilen, die es gar nicht gibt. Mhm. Zumindest bei den deutschen Herstellern wird es da sehr eng. Mhm. Dann hört es auf beim Thema Sichtcarbon. Genau, meistens ist nur mit Jailcoat, also das ist weiß. Wenn man weiß, dass es Carbon ist, gut, aber von außen sieht es halt aus wie GFK, genau, ne, weil es ein Jailcoat drauf hat, dann ist es lackierfertig. Genau. Aber wir wollten Sichtcarbon, das heißt, die Faserstruktur hätte man gern gesehen, so dass man das auch als Carbon erkennt. So, und dann ging die Kacke richtig los. Wer macht Sichtcarbon? Und alle Teile alles für den E30. Genau. Alle Teile. Innenkotflügel, Außenkotflügel, Aufsätze, Dach, alles was geht. Ja. Wir haben einen gefunden. Wir haben jemanden gefunden. Und der macht es nicht nur irgendwo in der Hinterhofwerkstatt, genau, sondern der macht es so professionell. Das sieht super aus. Dass man die große Vermutung hat, das wird sehr stabil, wird geil aussehen, also geiler Show-Effekt, Sichtcarbon. Und das Zeug passt. Genau. Also wir fahren dann nicht irgendwann zum Lackierer und müssen alles beispachteln, damit, genau, das irgendwie sauber aussieht, sondern Inbiege, warm mache. Es gibt Videos von ihm, wo er die C-Säule aufsetzt. Die passt. Genau, aber wir wollen nicht zu viel verraten. Die passt. Carbon haben wir gefunden. Jetzt haben wir von Anfang an gesagt, wenn ihr das erste Video gesehen habt, wir wollen, dass das Ding TÜV bekommt. Okay. Wird nicht ganz einfach, das war uns von vornherein klar. Und die Latte nochmal höher, bitte. Genau, die Latte wächst und wächst. Also wir haben einen ultra seltenen Motor, von dem wir noch gar nicht wissen, ob er läuft. Aber um nochmal zum Thema Motor vielleicht zurückzukommen. Jetzt wäre es ist ein normaler M30 Motor, 3,2 Liter Hubraum. Genau. Aber für den E30 gebaut. Also er hat eine wirklich interessante Geschichte für Südafrika. Und jetzt haben wir uns entschieden, okay, den Motor nehmen wir. Bauen den in diese vorne Karosse ein. Aber wo wollen wir mit 195 PS hin? 195 PS hatte er mal, vielleicht hat er jetzt noch 160, wenn er überhaupt noch läuft. Wir messen das, wie viel er jetzt noch hat, ob er jetzt noch läuft und wie viel PS er jetzt noch bringt. Wir gucken uns das mal an. Wenn er dann läuft und alles andere drumherum verbaut wurde, können wir mal bekannt geben, was danach geplant ist. Ja. Turbo-Umbauten. Gibt es schon. Das wird auf jeden Fall der Running Gag, das macht gar nichts. Also, zwei Turbos gibt es auch schon. Also Turbo ist cool, ja. Den Sound liebt, glaube ich, jeder. Ja. Einzeldrosselklappe gibt es auch schon. Aber wir wollen relativ viel PS rausholen und was bauen, was noch keiner hatte. Es läuft in Südafrika tatsächlich ein... Der hat es, genau. Südafrika M3 nennt der Motor sich, ja, oder das Fahrzeug nennt sich so. Der läuft auf Turbo, fuck. Wir sind also wieder nicht die Ersten und Einzigen, die das Ding bauen. Genau, also Turbo gibt's schon. Turbo gibt's schon. Also was machen wir? Kompressor. Ja, wir haben eine elektronische Luftpumpe eingebaut. Nein, also es wird einen schönen Kompressorumbau, ja, geben. Mit einem Kompressor. Wird auch kein kleiner Kompressor. Wir wissen auch nicht, ob es ein Kompressor wird. Vielleicht auch mehr. Und ja, wir wollen mit der Kiste richtig, wie sagt man da, Dampf an der Kette, oder? Ja. Ja. Also 500 PS haben wir uns als Ziel auf die Fahne geschrieben. Lassen wir natürlich mal... Genau, das lassen wir mal noch offen. Wir haben so Ziel, das versuchen wir zu erreichen. Wir sagen jetzt nicht genau, wo die Reise hingeht, weil auf dem Weg dorthin passiert noch viel. Genau. Und dann müssen wir mal zurückrudern. Also stecken wir das Ziel mal nicht so weit, sondern wir sagen, hier, guck, das funktioniert auf jeden Fall. Ja. Wo es dann endet, genau, freuen wir uns um jede PS, oder wo wir finden im Kofferraum. Also 500 steht, ja, auf der Fahne, aber was es am Schluss wird, lassen wir uns überraschen. Nehmen euch da mit. Und wichtig ist, das Ganze standhaft zu bauen. Deswegen auch nicht Carbon von irgendwo aus Aserbaidschan, genau, sondern wirklich vom Profi. Und alles andere drumherum so standhaft zu bauen mit TÜV, dass das Ganze auch hält und das Ganze keine Werkstattleiche wird, die über 5 Jahre eigentlich nur am Schrauben und Retten, genau, rumsteht. So,
Carbon haben wir, Motor haben wir. Carbon haben wir, Motor haben wir. Dann, was fehlt, damit das Ding irgendwann noch rollt? Wir haben ja keine Sitze und nichts. Die müssen wir auch noch. Sitze fehlen noch, ja. Wir bleiben ja hier nicht sitzen, wir wollen ja weiter. Markus ist schon bei der Innenausstattung. Also wir haben ja gesagt, wie das Projekt angefangen hat. Wir haben eine komplett intakte Alpina Innenausstattung. Das heißt, die originalen Sitze von Recaro Idealsitz, den Alpina verbaut hat. Das ganze Interieur, Armaturenbrett mit Zusatzanzeigen von Alpina, also die originalen, die dann vorne in Lüftungsschlitz drin sitzen. Alles. Das Himmel, volle. Alles hast du, ne? Und alles in einem Top-Zustand. Tacho von Alpina, Öldruckanzeige haben wir von Alpina, Differentialtemperaturanzeige, alles von Alpina. Mhm. Türpappen, das komplette Programm. Es wird eine M3-Rückbank reinkommen mit Alpina-Belederung oder Besattelung, Stoff. Also innen drin Oldschool. German Old School. So, was fehlt noch? Wir brauchen, weil Carbon, wir schneiden ja das Auto zerlegens. So, ja. Und dann haben wir es. Ich hätte fast vergessen. Ey, wir haben Keksdos. Ne? Also, also muss da eine Zelle rein. Das heißt, wenn wir die jetzt fertig geschweißt haben, die Löcher alle zu sind, dass alles ordentlich ist, kommt dieses Geschoss hier zum Zellebauer. Genau. Wir bekommen eine individuelle Zelle angepasst, sodass er sagt, wir können das Armaturenbrett drin lassen, wir lassen uns mal überraschen. Wie gesagt, da legen wir auch nicht alles fest. Ne? Also es wird angepasst werden, wird aber angepasst werden. Wir können Armaturenbrett original belassen. Genau. Es kommt ganz nah an den Himmel, sodass man viel Kopffreiheit hat. Mit Seiteteilen, die man rausnehmen kann, gell, hat er uns erwähnt, irgendwie. Zum Ein- und Aussteigen. Nee. Fest eingeschweißt. Ja. Gut. Also, aber dann halt im Halbmond, sodass man gut außen einsteigen kann. Also, es kommt eine Zelle rein, dass das Ding wieder stabil wird. Mit Anbindung an die Dome. Dome vorne, hinten ans Differential wird angebunden. Das heißt, die Hinterachs-Teileträger wird fest eingebunden, fest eingeschweißt. Mit Alu-Domlagern. Mit Alu-Domlagern. Tonnenlager. Tonnenlager, genau. Feste. Also, es wird laut im Auto. Es wird laut im Auto, aber wir brauchen Stabilität, weil wenn die 500 PS da vorne zerren, fährt das Ding uns weg und wir sitzen immer noch auf der Straße. Also, ja, was brauchen wir noch? Wir brauchen Fahrwerk. Fahrwerk, Bremse. Bremse wissen wir aktuell noch nicht, was reinkommt. Man muss ja nicht alles Großes wissen. Aber was wir schon wissen und worauf ich sehr stolz bin und mich mega drauf freue, ist nicht nur die Zelle, die ja schon in wenigen Wochen reinkommt, sondern Fahrwerk. Und das werden wir höchstwahrscheinlich, wenn sich nichts dran ändert, mit AI schreiben. Und könnt ihr auch mal googeln, Fahrwerk mit AI geschrieben, was das ist. Wird auf jeden Fall der Spezi machen für das Thema. Diesen Spezi lernt ihr in unserem nächsten Video kennen. Diesen Spezi werdet ihr im Video vor einer Woche gesehen haben. Da haben wir die nämlich besucht. Kann man da einen Link in die Description? Also wer das noch nicht gesehen hat, unbedingt das Video gucken, bei welchem Spezi wir da waren. Die Jungs werden uns ein Fahrwerk bauen, was es vorher noch nicht gab. Das heißt, für M3. Ja, genau. Nö. Ja, ja. Warum hast du so? Wir kombinieren, also die kombinieren zwei gute Sachen. Nee. Die bauen das für uns. Das wird das Basisfahrwerk von KW sein. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt reinschneiden, ist auch wurscht, aber es wird das Basisfahrwerk von KW sein, das Variante 3, für den M3, das gibt es ja schon. Ja. Und das wird von der Firma, die wir vor einer Woche besucht haben, auf Luft umgebaut. Also das heißt, wir haben eine Kombination aus dem Gewindefahrwerk mit Luftbalk. Mit Feder und Luftbalk. Oder? Also das heißt, du hast Performance und kannst das Fahrwerk auf die Fresse legen. Bin ich mal gespannt. Das heißt, das gibt es aktuell für den M3 oder für den E30 gibt es das noch nicht. Zumindest nicht von, also in dieser Kombination. Mhm. Und wird für uns extra angefertigt. Wo ich sehr gespannt drauf bin. Diesen Prozess werden wir auch ein bisschen begleiten natürlich mit der Kamera. Ja, dann haben wir Auspuffanlage, die wird wahrscheinlich sehr individuell werden. Und ansonsten, was fehlt noch? Felgen. Felgen. Sind wir im Moment dran mit einer Firma, mal schauen, ob es darauf wirklich hinausläuft, speziell für uns angefertigte Felgen zu bekommen. Gleich sitzen wir auf dem Boden. Naja, gleich sind wir drunter und hat es aufgehört. Mit einer Firma, die speziell für uns Felgen anfertigen wird. Lassen wir uns mal überraschen.
gucken wir mal, wie das alles wird. Auf dem Weg sind wir ja, ne? Also du bist da sehr weit involviert, was da rauskommt. Verschiedene Sachen wissen wir, andere Sachen noch nicht. Finde ich aber gut. Ja. Dass es so abgekartet das Spiel ist. Dann also es ist kurz gesagt, es wird an dem Fahrzeug fast nichts von der Stange sein. Also was jetzt schon auf dem Markt ist. Das heißt, die Innenausstattung, die gibt es nicht mehr am Markt. Das Fahrwerk gibt es noch nicht am Markt. Zelle individuell, Carbon individuell. Motor kann man vielleicht noch ein bisschen gucken. Vielleicht kriegt man ja immer einen irgendwo bei oder so. Aber auch schwer, ne? Also ein 333i mit Sicherheit nicht. 333i. Ja, wie gesagt, Motor wurde nur 200 Mal gebaut. Und wir geben dem Kind auch schon einen Namen. 3x3IS. Seit Namensvergebung ist ja immer ein bisschen zügig, weil bevor es auf die Welt kommt, hat man ja meistens schon einen Namen. Wie wollen Sie es denn nennen? Oh, das habe ich noch gar nicht überlegt. Ach so, naja. Wir wissen schon. Wir wissen schon. Wir sitzen ja schon im Baby sozusagen. Und ja, also es wird ein M3 mit dem 333i Motor. Und S ist angelehnt an Alpina. Und so wird unser Projekt ab sofort lauten. Und wir hoffen mal, dass wir den Weg, so wie wir es jetzt geplant haben, auch durchziehen können. Ja. Ja, viel Spaß damit. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen habt, zum Beispiel Felgenwünsche, fände ich jetzt sehr, genau, sehr spannend. Wir haben schon viel im Kopf mit Felge, aber ihr habt noch mehr im Kopf. Von daher ganz interessant, wenn man so Beispiele mal sieht oder was. Also ihr wisst jetzt, es wird ein Komplett-Carbon, Sicht-Carbon-Fahrzeug, also sehr, sehr schwarzlastig. Silhouette eines M3. Es wird auf der Fresse liegen können. Genau. Also so richtig. Es wird aber auch Sportwagen-Gene haben. Genau. Und deswegen habt ihr schon mal eine Vorstellung optisch. Deswegen schlagt uns mal vor, was für Felgen da rein sollen oder dran sollen. Welche Optik ihr wollt. Super modern, super oldschool mit Chrom und Bling-Bling und ganz vielen Schräubchen. Ja. Oder 5-Stern-Felge oder vielleicht ein Gulli. Ne? Wäre cool. Aber da sind wir gespannt. Ich bin da wirklich total unvoreingenommen. Ich bin da echt gespannt, was dabei rauskommt. Hatte die DDM nicht ein Gulli-Deckel? 17 Zoll? Oder war das 16? Da sind wir gespannt auf eure Vorschläge. Schreibt mal so Felgenbezeichnung rein oder vielleicht aktuelle Hersteller, was ihr geil findet, welche Optik euch gefällt oder hier dran passen würde. Und wie das Ganze dann TÜV bekommen wird, wird sehr spannend. Wir haben einen Plan. Aktuell gibt es einen Plan dafür, den verraten wir noch nicht, weil das wird ganz am Ende des Projekts stehen. Wir bauen das Auto fertig in enger Verbindung mit dem TÜV, im engen Kontakt mit dem TÜV. Das werden wir euch aber auch in einem der, nicht der nächsten Videos, aber im Lauf unserer Videoserie zeigen, wer dieser TÜV-Prüfer sein wird, der das Projekt begleitet und wie wir hoffentlich auch tatsächlich zum Schluss alles. Ja, und auf deine Drehmomenttreffer willst du ja immer präsentieren, mal so ein bisschen in der Stufe, in der wir sind, ne? Genau. So. Also was wir schon haben, worauf ich natürlich sehr stolz bin, ist zum einen unsere Drehmomenttreffen als Basis, wo wir das Auto in gewissen Fortschritten zeigen können, wenn die Treffen wieder losgehen, hoffentlich bald. Ja. Aber natürlich auch, je weiter das Projekt fortgeschritten ist, auf größeren Messen oder Events mitnehmen. Und wenn das Auto fertig ist, haben wir schon eine Zusage, auf der Essen Motor Show zu stehen, ja, als Messefahrzeug. Und da sind wir sehr gespannt drauf, das erste Mal für uns. Ja, und da könnt ihr das Auto dann auf jeden Fall öfter live sehen. Ja, habt ihr Fragen zum Projekt? In die Kommentare. Glocke, Abo, Kommentare, Like, super, macht es. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt, weil ich glaube, das Projekt ist sehr, sehr einmalig und sucht seinesgleichen und deswegen wäre es cool. Das ist unser größtes Problem, ist gar nicht, wie wir mit dem Projekt weitermachen, sondern dass es im Moment ein bisschen schade ist, kann man ja mal sagen, so wenig Reichweite zu haben. Ja, YouTube ist ziemlich schwierig am Anfang. Ist ein bisschen schwierig am Anfang, bis wie sagt man, die Wolke sich ausbreitet. Genau. Dann wird es auch ein bisschen publiker, würde ich sagen. Aber das ist so, ist definitiv so. Durch unsere Moment-Pandemie. Ja. Ein bisschen schwierig mit der Treffer jetzt. Sonst wären wir viel weiter involviert in allem.
wo man auch zeigen kann, wo man am Mann ist, ne? Wo die Leute dann sehen können, hey, guck mal hier, guck mal da. Ist ein bisschen schade, aber das ändert sich ja zum Glück wieder. Wir sind auf der Tendenz schon gut, finde ich. Ja. Aber was gut wäre, wenn ihr uns da unterstützt, da wären wir sehr, sehr dankbar für. Einfach ein Like natürlich, aber teilen wäre super, kommentieren, vielleicht Freunde verlinken, die das auch sehen sollten, was wir hier vorhaben. Weil es ist, muss man so sagen, nicht der Standardumbau. Wir hauen jetzt einen Motor von der Stange rein, den es schon gibt, und hauen eben Standard-Equipment dran, sondern es wird ein kompletter individueller Umbau, den es weltweit noch nicht so gibt. Und deswegen wären wir sehr dankbar, würden uns freuen, wenn ihr das Ganze teilt. Auf Facebook lässt sich das sehr schön teilen. Super, genau. Oder bei YouTube kommentieren, verlinkt eure Freunde drunter oder sagt euren Freunden, guckt euch das mal an. Und wir lernen dazu. Also ihr könnt gerne kommentieren, wenn ihr was besser wisst, oh Gott. Ja. Und in diesem Sinne. Ich finde auch, dass das gut reinpasst zu deiner JP und Lavella. Ne? Passt uns das auch gut mit rein, finde ich. So, weil er macht so, wir machen so. Also ich finde es klasse. Ja. Also es ist nicht dreimal das Gleiche oder so, genau, oder viermal das Gleiche, sondern jeder macht was anderes. Genau. Vielleicht treffen wir die Autos mal alle, das wäre super, oder? Alle drei oder vier sind es, glaube ich, vier Stück nebeneinander. Jeder hat sein eigenes Ding gebaut. Wäre voll die coole Kiste. Ja. Von daher, like und subscribe. Genau. Bis zum nächsten Video. Wieder bei Markus dann. Wieder bei mir. Schauen wir mal. Mit Schweißen. Ob der überhaupt was kann beim Schweißen. Danke. Ich habe ein bisschen Angst, aber schauen wir mal. Ciao.